Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Imperium Romanum. Und ich hoffe, ich höre mich heute nicht komisch an. Ich bin immer noch leicht angeschlagen. Und als letztes haben wir gespielt Verona und jetzt geht's in Colonia Julia 132 nach Christus. Der erste Kaiser, Augustus Caesar, hält alle Macht Roms sicher in seiner Hand. Das Imperium errichtet Kolonien überall in der bekannten Welt. Rom befiehlt den eiligen Aufbau der Colonia Julia. Du musst eine sich selbst erhaltende Stadt schneller bauen als je ein römischer Statthalter in der Geschichte. Ja, und das ist diese Hardcore-Aufgabe, wo ich mega lange gebraucht habe, weil ich sie einfach nicht geschafft habe. Mal sehen, wie ich mich jetzt hier schlage. Du hast 20 Minuten Zeit, um eine neue... Erreiche eine Bevölkerung von... Du darfst dir die Familienreichtümer aller Familien mit mehr als zwei... Okay, da haben wir schon mal einen Fehler gemacht. Das heißt, wir machen gleich schon mal Mission neu starten. Ey, cool, und solange man das noch nicht gezogen hat, hat man auch Zeit. Das heißt, ich würde sagen, wir bauen hier uns erstmal alles. Hat man hier schon was? Ja, hier hat man noch nicht wirklich was. So, dann würde ich sagen, wir machen das taktisch cleverste und bauen erstmal alles, bevor wir die erste Karte ziehen. Und dann haben wir, könnten wir es hoffentlich auch im First Try schaffen. Das war jetzt mein Handy, by the way. Das sollte ich vielleicht zur Aufnahme auch ausschalten. Und, ja, ich habe gesehen, dass wir noch gar kein Geld haben. Das bekommen wir erst, wenn wir die Karte ziehen. Das ist natürlich nicht so geil. So. Ich würde sagen, als erstes brauchen wir eine Holzhütte. Und zwei Häuser, damit die arbeiten. Dann brauchen wir eine Lehmhütte. Und zwei Dinger, damit die arbeiten. Dann brauchen wir... Die werden hier geliefert. Ne, werden gar nicht beliefert. Das ist natürlich nicht so geil. Und wir brauchen Stein. Und zwei Häuser. Und dann hier am besten auch noch ein Holzfäller und zwei Häuser. Und hier an der Küste brauchen wir erstmal noch nichts. Das Problem ist, jetzt kann ich keine Zeit schnell machen, Alter. Du darfst dir die Familienreich... Erreiche eine errichte Bauwerke zur Gewinnung von Rohstoffen. Ein Sägewerk, einen Steinbruch. Und eine Lehmkube. So, mach mal hin. Da arbeitet schon einer, zack. Geht doch wie am Schnürchen. Jetzt haben wir nur noch 17 Minuten Zeit. Das ist einfach so krass, diese Aufgabe, Alter. Ich finde, die ist einfach hardcore. Die kann man nicht schaffen. Ich finde die einfach so krass, diese Aufgabe, ey. So, was soll man denn jetzt hier machen? Damit man auch nicht genug Holz hat. Man baut hier einfach ganz viele Häuser hin, ja. Und dann haben wir die... Challenge verloren. So, okay, jetzt haben wir wenigstens diese Aufgabe hier geschafft. Errichte Bauwerke. Erreiche die Produktion aller Baumaterialien. Wird in den nächsten 9 Minuten verdoppelt. Und dann auch noch solche Zeitkarten, Alter. Aber ich glaube, wir bekommen mit der Zeit immer wieder auch mehr Zeit. Welche Produktion? Die Produktion aller Baumaterialien, das ist natürlich sehr gut. Wir bauen hier auf jeden Fall mal schon mal ein Getreidefeld und Nahrungsdinger und einen Marktplatz. Wir haben erst 10 Bürger, Alter. Ja, dann müsst ihr das erstmal fertig bauen. Warum bauen die das nicht fertig? Sind die dumm? Und man scheitert hier auch ein bisschen an der Intelligenz der Bürger, der künstlichen Intelligenz. Hier haben wir schon 6 Häuser. Alter. Jetzt auch noch Krise, sehe ich auch so. Ja, dann baut doch mal schneller, Alter. Ich raste aus, das funktioniert nicht.
Dann baue ich hier mal einfach alles schnell. Wenn sie nicht arbeiten wollen. Eines deiner Gebäude. Ja, es juckt mich nicht. So. Wir haben nur noch 10 Minuten Zeit, ja. Sehe ich auch so. Wir bekommen übrigens mit der nach und nach wieder Geld, wieder Zeit. Aber wir brauchen 20 Bürger und wir haben erst so wenige. Meine Güte, das ist echt. Diese Karte, wie die stressen. Ja, jetzt haben wir natürlich weniger Bürger, sehe ich auch so. Erreiche eine Bevölkerung. 16. Man sollte vielleicht auch nur auf Geschwindigkeitsstufe 3 spielen, aber es sieht dann das Let's Play wieder so unnötig in die Länge. Weißt du? Jetzt bau doch einfach noch hier das letzte Haus fertig. Erreiche eine Bevölkerung von 20 Bürgern. Weil es sinnlos ist, dass es das auch nichts bringt. Wenn du dein Forum. Oh, wir müssen das Bett zu Stufe 2 ausbauen. Jawohl. Wenn du dein die Produktion, wenn du eine Präfektur. Man muss ja das alles immer machen, damit man das schnellstmöglich schafft. Die Produktion, wenn du eine Präfektur. Wenn du eine Kräuterhütte baust. Bauen wir noch eine Kräuterhütte? Beeilt euch, beeilt euch, beeilt euch, beeilt euch, beeilt euch. Scheiß Zeit, Alter. Die wollen hier auch noch einen Altar. Da habe ich den mal schnell eingebaut. Du bemerkst ein Gebäude in Ost. Hä? Achso, ja, okay, die haben wieder mal nur Fehler gemacht. Fleisch und Weizenbrei, warum wird das nicht gebaut? Ohne Momento. Achso, weil das sich noch im Bau befindet, ja. Okay. Wenn du eine Kopf, du darfst den Bau, wenn du eine goldene Statue. Nein, scheiß auf die goldene Statue. Du darfst, wenn du eine Taverne errichten. Taverne wäre ganz cool wieder rum. Das ist das erste Casa-Haus, das ist schön. Ach, wir dürfen ein paar Gebäude ja kostenlos fertig bauen, das sehe ich auch so. Du darfst, wenn du diese Ereigniskarte abarbeitest, erhältst. Du darfst, wenn du dein Forum zu Stufe. Nee. Stufe 5. Wir müssen erstmal das hier alles aufbauen. Und apropos, wir bräuchten hier vielleicht auch noch eine Schweineproduktion und ein Schweineding. Und da wir jetzt zwei Sachen kostenlos zu Ende fertig bauen können, baue ich hier diese Sachen zu Ende. Zack, 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 zack. Einfach mal 5 Häuser, warum denn auch nicht? Wir haben es halt, ne? Wir haben es halt. Cool, schon wieder. Dann beschleunigen wir diese hier. Bisher liegen, sind wir ganz gut in der im Dings. Wenn du da, du musst 10 Einheiten Wein her. Ja. Das ist natürlich jetzt unpraktisch. Wir haben so wenig Holz, Alter. Warum haben wir so wenig Holz? Ganz einfach. Weil wir so viel verbrauchen. Du erhältst Bericht, dass die. Aber jetzt haben wir wieder Holz. Ist und die Bürger zufrieden sind. Komm, baut das zu Ende, schnell. Wenn du dein Forum. Ich habe noch nicht mal Stufe 2, also das wird eh nichts. Dim, dim, dim. Alter, unsere Zeit ist bald abgelaufen, deswegen mache ich das jetzt. Ja, 60 Bürger. Zieht euch das mal rein, Leute, 60 Bürger.
Mach doch einfach mal 60 Bürger, warum denn auch nicht? Du bemerkst ein neues Graf. Ja, ich probiere doch schon. So. Eine Gruppe von Bürger. Ja. Ich hab's kapiert. Fischerhütte. Und zwei Häuser. Bevor die sich beschweren. Ich glaube, das war's jetzt. Wir haben jetzt schon verloren. Du triffst einen selbst. Ja, Stoffe, genau. Stoffe können wir noch machen, Leute. Bauen wir mal eine Flachsplantage und eine Schneiderei. Okay, produziert jetzt mal schneller als 10 Einheiten Wein. Das wäre ganz gut. Das Problem ist, jetzt werden die ganzen Sachen hier erstmal gebaut, glaube ich. Wenn das nach der Reihenfolge geht. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich werde das eh offscreen nochmal alles spielen. Keine Ahnung, ich kann ja nichts. Du staunst darüber, wie sehr sich die Stadt in der letzten Zeit verändert hat. Selbst der Senat hat deine Leistung bemerkt. Und 1000 Denarii brauche ich. Du brauchst 1000 Denarii zum Ausbauen. Ja, wir haben 0 Wein. Sehe ich auch so. Das war's. Ich würde sagen, ich spiele dieses Szenario gleich nochmal und ich würde sagen, ich mache einen Cut, wenn ich mal an einer guten Stelle bin. So Leute, hier schaut mal, das ist jetzt mein Dings. Ich habe es jetzt fast geschafft. Ich habe hier 20 Bürger, goldene Statuen, das war alles ganz schwer. Man konnte kostenlos bauen, Wein produzieren, 60 Bürger, das war ziemlich schwer. Triumphbogen, eine offizielle Untersuchung. Und die letzte Aufgabe war, es mussten 50% der Bevölkerung fertig zufrieden sein. Es waren bei mir schon 70 und deswegen konnte ich die jetzt schon erfüllen. Und jetzt habe ich immer noch eine Zeitkarte und brauche 20 Häuser vom Typ Domus. Bis jetzt habe ich 15. Ich hoffe, dass die hier noch zum Typ Domus gleich werden. Und ich das dann dadurch geschafft habe. Ich werde aber zur Not auch noch hier ein Neptunbrunnen oder sowas bauen können. Aber ich habe gerade nicht genug Geld. Aber die verkaufen Wein und deswegen hoffe ich, dass das funktionieren wird. Yo. Der verkauft hier Wein. Wenn auch nur wenig Wein. Ja, komm, das müsste jetzt drin sein. Jawohl. Und da haben wir das Szenario gewonnen, Leute. Ich würde sagen, danke fürs Angucken. Schaltet auch beim nächsten Part wieder ein. Das war eines der schwierigsten Szenarien ever. Ich hoffe, die anderen werden dann nur noch leichter, hoffentlich. Ich würde sagen, nächstes Mal geht's hiermit weiter. Und ich würde sagen, bis dann. Haut rein, Leute. Bis dann und ciao.